Moin, moin, liebe Mausfans. Sorry. Ach du. Moin, nein. Moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir läuft die Mathilde. Genau. Und ebenso dabei sind Horst und der Träger, für den wir noch keinen Namen haben. Wir sind jetzt nämlich auf unserem Weg in den Brumbrum-Tempel. Brumbrum. Wir sind schwer bewaffnet. Wir wollen Mitarbeiter. Wir wollen Blut. Für den Blutgott. Ah. Und da rennt eine Steinnase hinter Heinrich her. Mir egal. Ich laufe. Und ich habe unserem Träger habe ich mal ein bisschen mehr angezogen. Der war mir ein bisschen zu nackelig. Aber einen Helm wollte er nicht. Nee, weil der trägt ja was. Ja, und das ist ja logisch. Aber der hat eine schöne Mitra-Kluft an. Na, zeig dir mal, zeig dir mal. Schöne blaue Klamotten. Schöne blaue Klamotten. Ja, schöne blaue Klamotten und? Ich wollte eigentlich hier, dass jeder so einen Sklavenhelm hat. Ey, Katze. Oh. Ah, sie macht einen Katzenbuckel vor meinem Monitor. Und jetzt geht sie wieder. Und tschüss, Katze. Ops. Ja, Gott sei Dank habe ich hier keine Kamera. Hat sich gerade vertreten und ich habe den Schwanz in den Mund bekommen. Danke, Katze. So. Klingt irgendwie mal eklig. Mal gucken, das da oben, diese Steinformation sieht so aus, als ob man da eventuell cool ein Bett oben hinlegen könnte. Gucken wir mal, ob das klappt. Welche Steinformation? Ah, da oben. Aber das sieht eher nach einem Bett aus, wenn... Oder warte mal. Nö, kriegen wir zwei hin. Nee, auf der Ebene. Ich will hier oben. Das wird natürlich wieder nach ganz oben, ne? Ja. Man muss immer hoch hinaus. Und ich glaube, ich gebe meinem Träger einfach mal ein bisschen was ab. Da freut er sich. Also ich bin Arbeitsbiene, geh weg. Ich habe ihm einfach mein Eisen, das ich für die Reparatur brauche, gegeben. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Eisen für die Reparatur? Ja, ich habe es ja sogar noch als Tipp gegeben, ne? Ja, ich habe ja erst noch überlegt, ob ich es nicht mitnehme und da meintest du, nee, wollen wir unsere Leute jetzt mit den Knüppeln ausrüsten? Oder habe ich glaube ich schon, ne? Du hast einen Knüppel, ne? Also meine hat einen eisernen Streitkolben und eine Eisenkeule. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal rein, bevor wir Mitarbeiter requirieren, oder? Und gucken, was es da so gibt. Also, wäre mein Fall. Ich glaube auch, die Besten sind erstmal drin. Das glaube ich auch. Früher haben wir hier irgendwie sind wir an der Seite mal rangegangen, weil die da vereinzelt gut waren. Aber mittlerweile müssen wir dadurch keine Angst haben, oder? Wir haben ja auch Mitarbeiter. Genau. Lock mal was an da. Ach komm. Ich will mal den hier, den Prügel hier testen. Upsala. Ha, ist das ein Gemetzel wieder. Hat's irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das Ding Schaden macht. Sie haut alle drauf. Segnest du oder? Darf ich schlachten? Oh, ich darf Herzen sammeln? Schlachte mal, ja. Wir brauchen Herzen. Oh. Ist okay. Ein Herz für Heinrich. Noch ein Herz für Heinrich. Wo ist denn die dritte Leiche? Ja. Ups. Nee, der brachte nur Arme. Ah. Drei Herzen. Ich brauche ein paar mehr Spender. Da kommt einer. Hey! Geht einfach weiter. Spürst wohl keine Schmerzen. So. Wir schlachten uns hier schon gut dran.
Wo seid ihr denn? Endlich Toter? Was macht ihr denn mit den Typen? Waren es nicht zwei? Es waren sogar zwei oder drei. Ja, ich habe nur zwei Leichen gefunden. Ach, Ort der Beschwörung heißt es ja offiziell. Na gut. Brumm-Brumm-Tempel klingt cooler. Auch. Attacke! Aber warum rennen die an mir vorbei? Weil sie zu mir kommt, weil ich sie angeschossen habe. Verdammt. Oh, das ist ja so düster hier auf einmal. Nicht, dass hier noch ein Sturm kommt. Wir sind ja gleich drin. War noch bis jetzt alles nur Kämpfer, also. Ja, bisher ist alles gut. Ey! Nicht, wenn ich hier Arme mache und so wegschmeiße. Oh, da war eine Münze. Jo. Ist so gut gemacht. Kann man da rein oder ist das wirklich hier nur dieses Loch? Das ist ich jetzt weiß die Frage. Es nicht. Ja, dann wäre die Frage, ob wir doch die Knüppel nehmen. Da liegt auf jeden Fall schon mal ein Buch. Warte mal, ich muss noch einen Schluck kaputt nehmen. Oben sind ja auch noch 10 Leute gefühlt. Ja, dann würde ich sagen, das könnten doch Wächter sein. Die bringen wir noch um und dann wechseln wir auf Knüppel. Jo. Oh, links ist auch noch einer hoch aufgestanden. Warte mal, das ist eine Geisterstatue oder so. Und wie war's? Ich hab den Überblick verloren. Ich auch irgendwie. Wie das Böse. Lebt noch. Ach, die haben ihn bewusstlos. Okay. Dürrentagbuch. Ich bin diese Leute leid. Ihre Bräuche sind mir fremd und ich mag diesen Ort nicht, obwohl ich freundlich aufgenommen wurde. Ich habe auf meinen Reisen gelernt, dass Vorsicht Not tut. Letzte Nacht, nachdem ich mit dem Hohepriester im Bett war, hatte ich einen Traum. Ein Traum voller Blut und Wasser. Eine ausgestreckte Hand hielt mich am Himmel und legte mich dann in einen Fluss. Die Blicke der Männer hier entkleiden mich gierig. Was merkwürdig ist, da ihre dunkelhäutigen Frauen stets nackt herumlaufen. Vielleicht ist es so, wie meine erste Bordellmutter mich gelehrt hat. Was sie nicht sehen, beflügelt ihre Fantasie, weckt ihre Lust. Fantastisch. Okay. Achso, der ist so ohnmächtig. Dann gebe ich dem jetzt mal den Knüppel in der Hand, ne? Ja, meiner hat die ganze Zeit nur den Knüppel in der Hand. Warum ist der eine der Fahrikämpfer da an der Seite nämlich schon betäubt? Ja, ich höre die ganze Zeit, dass hier ein Geist ist. Ich seh, ach da, hier. Ah. Ja, die... Ah. Glitzert. Slave, this is the place of Summerland. You are here to maintain the integrity of the circle and clean up the reagents used by the Masters. The rituals that the Priest King and his acolytes perform here are messy. But pay them no mind. Be watchful of your sanity. The whisperings of those who come from the outer void can have a disturbing effect on the weak-willed. Under no circumstances should you feed the one that they call
The Lord of Empty Abodes. Its power waxes when it tastes the flesh of your kind. Jo. Nett, ne? Da hat der Geist mal aufgelegt. Oh, da kommt wer. Oh, ah, ein Rüstungsmacher. Ah. Knüppeln, knüppeln. Oh, ich knüppel überall, aber nicht ein Rüstungsmacher. Wo ist er? Ah, da ist er. Scheiße. Ich hau irgendwie nur blöd rum. Ja, muss echt aufpassen hier. Wer schlägt hier mit der fiesen Kotter? Oh, der liegt. Bewusstlos, gut. Ja, gut. Gut, dass er so auch angerannt kam. Schade, dass man das nicht schon so sieht, was das für Leute sind. Hm. Hm. Links zwei, rechts zwei. Ja, ich fürchte, die kommen hier einfach angerannt. Ah, rechts sind sogar drei, da sitzt einer. Also ich kann einen anschießen, aber ich fürchte, dann kommen alle angerannt. Ja. Nee, nur die drei. Ach, jetzt rennen wir unsere Jungs hoch und das war's. Das ist ein Archer hier. Einer Oh, ein Rüstungsmacher mit Namen. Benaro Heavy Hands. Bei dir da unten? Aua, ja. Aua, 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 aua. Nee, ist ein Fighter hier. So, Knippeltime. Knippeltime. Da liegt er. Der ist bestimmt der Beste. Wahrscheinlich. Habe ich dich schon geerntet? Richtig geerntet? Die habe ich. Den habe ich nicht. Ach, der ist bewusstlos. Der tot. Ich will Herzen. Oh. Die hat Rüstung, das heißt. Herzen nehmen. Ja. So, was haben wir hier für welche? Fighter und Cook up. Achso. Töte den Koch mal, ne? Ja. Müssen wir ja nicht unnötigerweise mit uns rumschleppen. Nee. So, gehen wir hier mal hoch, oder? Ja. Rechts ist eine Truhe und links geht's noch weiter. Rechts ist Ah, hier ist einer. Was bist du denn für einer? Was ist das für einer? Guck. Koch. Guck. Ein Alchemist, Medicine Man. Was soll ich hier noch alles mitnehmen, hier verdammt? Töte doch nicht den Medicine Man! Achso, der war auch hier. Egal, tot ist tot. Eigentlich würde ich schon lieben gerne den Rüstungsmacher zurückbringen, aber naja, dann sind hier wieder schon wieder Gegner gespawnt. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, gucken, ob wir hier Rezepte und so noch finden. Welche. Oh, da oben tanzt jemand. Ganz lustig. Zwei tanzen. Nee. Und links kommen Krieger.
Fighter, Tänzer. Bogenschütze. Oder auch nicht. So, was bist du? Kiefer. Cannibal Brute. Aber namhafte. Ja, trotzdem Kämpfer. Aua, aua, aua! Töten, ja? Ja. So, hier kann ich wieder was vorlesen. Hastig gekritzelte Notiz. Ich fürchte um mein Leben. Diese Dafari-Kannibalen sind geistlose Barbaren ohne jede Disziplin und ich weiß nicht, wie lange ich sie noch überreden kann, mich am Leben zu lassen. Die Kochtöpfe riechen nach Menschenfleisch und mein treues Rezeptbuch ist unter diesen Wilden nichts wert. Wo ist denn dein Rezeptbuch? Oh, hier sind zwei Truhen. Muss man. Ich will auch eine Truhe. Oh, ich habe einen Banner. Ja, das Banner habe ich auch mitgenommen. Pulver der Verderbnis. Das habe ich auch mitgenommen. Und ein Fallcutter. Aber ich glaube, das haben wir auch schon zu Hause. Ja, kannst du aber trotzdem mitnehmen. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, du hast neu erlernt. Kochspezialist. Also liest das hier vielleicht auch nochmal. Warte. Kochspezialist 6 und 1, falls du auch was kochen willst. Ja, habe ich jetzt auch. So, da vorne knien auf jeden Fall zwei Fuzzis und einer betet darum. Das scheint aber wieder ein Jog-Typ zu sein. Brauchen wir den? Nee, ne. Nee, mit Jog können wir nichts anfangen. Keiner von uns glaubt an Jog. Interessant ist, was die anderen beiden sind. Ja, Jog-Hohepriester, Bogenschütze und Fight. Dann töten. Sehe ich auch so. Tänzer. Die drängen mich in die Ecke, die Schweine. Alter. Oh, hier ist doch ein Tenner. Ach so, das ist Gerber. Stufe 2, ne? Ja. Komm, wollen wir den mitnehmen? Ich weiß es nicht. Sag du. Hauen wir erstmal K.O. Okay. So, unser Träger ist erstmal Boden. K.O. oder was? Nee, der ist im Boden. Oh, hier liegt noch was. Neues Emote gelernt. Bei Jog, knien, sitzend beten. Ich hab's jetzt nicht alles gesehen. Müssen wir bei Gelegenheit ausprobieren. Ah, hier ist noch ein Kämpfer bewusstlos in der Ecke. Kannst ja töten. Aber wir können auch nur zwei mitnehmen, ne? Ja. Yeah. Wieder so viele Arme dabei. 15. Die sind immer schwer. Guck mich mal bitte an. Ja, dreh ich um. Hast du euch eine. Ach Mann, das hat irgendwie nicht geklappt. Ach so, ich kann mit deinem aktuellen Status keine Emotes verwenden. Okay, wahrscheinlich, weil ich bewaffnet bin. Da oben sind noch welche. Kämpfer. Auch Kämpfer. Achso, das war auch einer von mir. Da steht noch irgendwer betend. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme mal den Knüppel zur Hand. Diese Person sieht irgendwie wichtig aus. Oh ja, es ist wieder bestimmt so eine coole Frau. Nee, das ist nur Cannibal Brute Kämpfer. Ach so.
Das ist aber auch so eine coole eigentlich. Cool. Die fetzt bestimmt. Aber, aua. Aber erstmal muss sie sterben. Holen wir uns beim nächsten Mal. Ja. So. Ah. Wieder dieses Pulver. Oh, ich habe nicht genug Platz. Ich frag mich, ob wir was übersehen haben. Ja, ich glaube auch. Kannst du uns was gerne in meinen Träger reinpacken? Ja, ich pack was in meinen. Ich habe ja die ganze Zeit immer das Holz mitgenommen und Stein. Und nebenbei und die Knochen. Die habe ich tatsächlich jetzt nicht mitgenommen. Ja, ich bin ein kleiner Messi. Oh, ich, jetzt habe ich dem Träger die Käfersuppe gegeben. Ja, draußen sind die Gegner schon wieder gespawnt. Sollten wir uns vielleicht nochmal da diesen Tempel-Eingang hier... Von außen hätte ich gedacht, dass hier so ein richtiges großes Tor ist. Ja, dachte ich auch. Ne, hier ist nur die Jungkugel. Oh, warte, hier konnte ich gerade irgendwas mit interagieren? Oder ist das einfach nur das hier unten? Ah, okay, das sind nur die Modes. Okay. Ah, schade. So, das heißt, wir müssen uns wieder runterschlachten und gucken, ob und da... Und ist schon einer. Ja, ja. Greif dir mal an, ich nehme den Gerber hier. Gerber. Unten war doch irgendwo auch ein Gerber. Noch ein Gerber? Muss ich gucken. Nee, war hier unten noch irgendwas anderes? Warte, hier... Rüstungsmacher müsste auch irgendwie hier sein. Stimmt, ja, ein Rüstungsmacher war, glaube ich. Oh, sag bloß erst. Was liegt hier? Hier ist der Rüstungsmacher. Ah, oh, fuck. Okay. Ich muss nur Peitsche nehmen und dann laufe ich da durch. Vor uns kam gerade irgend so ein grüner Giftwolke. Geronimo! Komm raus, Heinrich, einfach durchrennen. Ich muss erstmal wieder zu meinen Typen, Alter. Ja, super, hier stehen sie alle. Jetzt ist mein Typ da oben. Du bist durchgerannt. Jo. Ja, hätte man vielleicht absprechen sollen. Das habe ich doch gesagt, ich renne. Nee, das war, als ich schon im Kampf war, hast du das gesagt, ja. Sorry. Jetzt habe ich hier den ganzen Spaß an der Backe. So, haben wir's? Dann komme ich wieder. Nee, brauchst nicht. So ein bisschen dunkel. So, jetzt aber. Komm. Komm, Horst. Ich gehöre doch zu euch. Heil Jog. Heil Yogi-Bär. Los, Peter, komm. Die laufen auch. Ganz feige raus. Oh, die haben mich verkrüppelt, die Schweine. Laufe ich überhaupt richtig? Da laufe ich. Du hast den Rüstungsmacher, ja? Ja. Oh, die sind noch hinter mir her. Für 3. Ja, Stufe 4 kann ja jeder. Kommt auch noch. Und guck mal, wie schön die Fackeln uns den Weg leuchten. Ja, fantastisch. Ja, ich hätte jetzt... Also ich hatte irgendwie diesen Tempel irgendwie viel krasser in Erinnerung. Ich auch. Aber... Vielleicht waren wir damals einfach zu schlecht, als wir reingegangen sind. Ja, und wir hatten niemanden, der uns unterstützt hat. Und ich hatte auch damals das Gefühl, wir waren ja, ich glaube, oben sind wir dann verreckt oder wir sind dann abgehauen wieder. Und ich hatte damals auch schon das Gefühl, dass es da irgendwie vielleicht da reingeht und noch tiefer geht. Stimmt, ja. Ich glaube, das Problem war, dass wir dann auch, als wir drin waren, festgestellt haben, die spawnen neu. Und dann sind wir, glaube ich, sehr schnell abgehauen und haben uns dann nicht mehr reingetraut. Genau. Deswegen hatte ich echt Angst, in den Pum-Pum-Tempel zu gehen, aber der war jetzt eigentlich ziemlich entspannt. Ja. Zum Schluss ein bisschen stressig, weil sie wieder gespawnt sind, aber sonst ging es. Ja, gut, aber
Was macht da die Katze schon wieder? Die Katze ist im Karton. Ja, die Katze hat Spaß im Karton. Ich hatte letztens recht viel Zeug aussortiert und dabei ist halt ein Karton entleert worden und der steht hier noch. Und ja, Katzen und Kartons, da muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ja, sie kratzt da ein bisschen drin rum. Günstigstes Spielzeug, was man für Katzen kaufen kann. Ja. So. Muss ich den jetzt hier irgendwie aufnehmen? Du musst einfach nur, Klack. Jo. Es waren jetzt aber beide nicht die besonderen, ne? Wir hatten ja den einen gelben da umgehauen. Den das haben waren wir zweimal zwei Mädels. Also ein namentlicher irgendwas. Was war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, ob das ein Rüstungsmacher war. Ich weiß es nicht. Diese mehr. Namentliche Krieger würden mich nochmal interessieren, weil die haben ja keine Stufennummer. Ob die namentlichen stärker sind als die T4-Kämpfer? Weil größer waren die Mädels. Kann ich das uns ja sagen. Also größer waren sie. Es gehen so langsam die Ortschaften aus, ne? Ort der Beschwörung ist bei mir jetzt sogar rot markiert. Warum ist der rot markiert? Ich habe keine Ahnung. Galamans Grab ist nicht rot markiert bei mir. Nee, bei mir ist nur die schwarze Hand, die schwarze Galeone, die ist schwarz. Die ist schwarz bei mir, genau. Egal, vielleicht soll das so. Ach, das ist hier mal die große Stadt hier, was man erwähnt hat. Das ist, hat, ich glaube, der Carsten Böttcher als große Stadt erwähnt. Boah, hier hinten ist ja auch ganz rechts im Grüngebiet eine Festung und hier ist auch im Wasser. Ich muss mich aus. Da ist auch irgendeine. Ey! Also die Dungeon machen Spaß, wenn man sie auch überlebt. Ja. Aber warte, so ein bisschen was untenrum möchte ich anziehen, sonst fühle ich mich etwas zu nass. Das könnte auch cool sein. Ja, wir müssen uns sowieso irgendwie noch eine Zwischenbasis bauen, ne? Ja, ja. Weil jedes Mal hier die halbe Karte hochlaufen ist irgendwie uncool. Ja. Muss ja nichts Großes sein. Gut! Oh, mein Bester. Warte, warte, warte. Ah. Hier, Junge, bleib mal stehen, ne? Muss gleich mal. Wache halten. Halt mal Wache. Horst. Hier, guck mal, was die da machen. Muss mal hochkommen. Ich bin gerade überladen. Bin zu Hause. Wo bist du? Im Schlafzimmer? Ich komme ganz schnell hoch. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kannst du auf dem Bett liegen? Ja. Du musst schon näher kommen. Geh mal auf die andere Seite. Hallo. Kann ich ranzoomen? Was für ein schöner Helm. Das ist ein schöner Helm. Gib dir... Warte, ich kann noch was, ich kann noch was. Guck mich an, guck mich an. Komm her, guck mich an. Ja, ich guck dich doch an, ich seh dich doch. Ja, dreh dich zu mir um. Nein, ich zeig dir meine kalte Schulter. Muss ich erstmal wieder hier rein, so, dann muss ich da hin. Mach das nochmal.
kann man unter B machen, oder was war das? Ah, Katze. R. Oh, Katze. Ah, hab ich das? Guck mal, ich kann auch sowas machen. Flirten? War das unter Flirten? Genau, das war unter Flirten. Jetzt bete ich gerade. Ich kann nur Haare kämmen. Das sieht geil aus mit dem Helm. Ja, ja. Aber ich kann nun unter Flirten... Weil entspannen kann, schlafen... Ich kann nur verführen. Sitzen. Dann lege ich mich hin. Oh. Ja, ja, das ist das, wo du mich auf dem Bett gesehen hast. Oh, ich sehe so verführerisch aus. Also bei mir sah das besser aus, wenn ich das mal sagen darf. Nee, aber mir auf den Po klappen kann ich... entspannen, grüßen... Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das gelernt habe. Drohfaust! Haben bestimmt jede Frau automatisch in diesem Spiel. Die Drohfaust? Nee, das nicht. Sprich... Ah, ich klitsch dir mal. Ja. Hm. Und ich finde, hier hat jetzt auch diese wunderschöne Bemalung was. du machst die Hände hoch? Ja, ich teste gerade mal so ein bisschen. Hätte sein können... Manchmal, wie hier beim Flirten, wenn du da mehr von hast als zwei Sachen, dann zeigt er, was dahinter ist. Oh Heinrich, oh Heinrich. Oh Heinrich, Heinrich. Gut, dass es da noch ein bisschen Lederschürze ist. Das hängt da wirklich. Ja. Warte mal, wie sieht denn das bei Jog? Oh, Jog. So, jetzt ziehe ich mich aber wieder an. Ich fühle mich so nackelig. Ja, es ist ein bisschen kalt draußen. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon rumflirte, kommt das besser, wenn ich nicht so viel anhabe. Ach, ich hätte mich verbeugen sollen. Gut, ich bin ja schwer. Oh, überbacken. Ob's hier. Honigdörrfleisch. Yum, yum. Oh, 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 hier sind neue Rezepte dazu gekommen. Wo? Gewürzte Schleimsuppe. Achso, jetzt beim Essen jetzt. Ja. Käferkebab. Aha. Knochenbrühe. Schmackhaftes Festmahl. Suppe. Verderbendes Gebräu. Mhm. Eisbein. Mhm. Und Dafari-Käfersuppe habe ich auch gelernt. Das kann man aus Suppe, einer Handvoll Insekten und Fettraupen machen. Wir können mal endlich mal was mit den Insekten an. Echt? Brauchst du welche? Ich habe noch 62. Mit denen ich die ganze Zeit rumlaufe. Und wir können aus dem Wildfleisch und gereinigtem Wasser und Salz Suppe machen. Und dann können wir Käfersuppe machen. Und Gewürzsuppe. Knochenbrühe. Und wir können ganz toll kochen. Yeah. Endlich mal richtig kochen. Ja. So, und das Honigdörrfleisch packe ich mal in den Essenstrog von den Tieren. Ich meine, geil. Honigdörrfleisch. Wie geil ist das denn bitte? Ja, klingt doch lecker. Eier könnte man wieder gebrauchen. Und Gewürze. Ich brauche auf jeden Fall Gewürze. Achso, ja. Sehen wir uns dann nächste Folge, Heinrich? Was? Sehen wir uns nächste Folge? Wie sehen wir uns? Oder willst du noch was machen? Also, ja, nee, wir also können... sind wir mit der Folge durch. Wir können die Folge gern beenden, ja. Okay. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen wollen. Ich nehme mich auch nicht. Gut, dann wünschen wir euch noch viel Spaß. Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren, zu abonnieren. Und ja, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.